Frau Präsidentin, werte Kollegen, man ist schon fast für, ja, möchte schon fast sagen, sprach die Marketingabteilung der FDP-Fraktion. Meine Damen und Herren, erst einmal möchte ich mit etwas anfangen, wo wir, glaube ich, uns hier größtenteils zwischen den Fraktionen einig sind. Nämlich mit dem Grundsatz, Arbeit muss sich lohnen, auch im Alter. Und das ist ein Punkt, das freut uns als Union, dass sich mittlerweile hier fast alle Fraktionen diesem Punkt anschließen, dass Leistung sich auch im Alter lohnen muss. Und deshalb haben wir zusammen mit der SPD, und das war eine gute Vereinbarung, die wir im Koalitionsvertrag getroffen haben, uns auf eine Grundrente verständigt. Um genau das zu gewährleisten, dass, wenn ich gearbeitet habe, ich mir im Alter sicher sein kann, dass ich mehr im Geldbeutel habe als jemand, der nicht gearbeitet hat. Und das ist etwas, was wir als Signal an die Bürgerinnen und Bürger auch heute Abend senden können, dass diese große Koalition diese Vereinbarung in diesem Jahr umsetzen wird. Und darüber freue ich mich. Der zweite Punkt, der zweite Grundsatz, der uns als Union aber wichtig ist, ist auch zu sagen, wer mehr arbeitet als jemand, der weniger arbeitet, muss am Ende des Tages auch mehr im Geldbeutel haben als der andere. Das ist der zweite Grundsatz, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Und da werden wir noch in die Diskussion gehen müssen, weil das erfüllt die Respektrente von Hubertus Heil nicht zu 100%. Wenn man sich das mal anschaut, ein Busfahrer oder ein Altenpfleger mit 2.600 Euro Monatsgehalt brutto, der kriegt nach 35 Jahren 28,0713 Rentenpunkte, macht 899 Euro und 12 Cent unterm Strich. Wenn jemand diesen gleichen Job beim gleichen Arbeitgeber halbtags macht, hat er am Ende des Monats in der Rente 449,56 Euro. Ja, Matthias, ich nehme dir jetzt hier den Rangszahlmensch mal ab, aber das muss jetzt mal sein. So, nach Hubertus Heil würde diese Rente aufgestockt werden auf 28 Rentenpunkte. Also er bekäme am Monatsende 896,84. Exakt 2,28 Euro mehr als derjenige, der Vollzeit gearbeitet hat. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, das kann auch nicht gerecht sein. Jemand, der Vollzeit gearbeitet hat, muss mehr als 2 Euro am Monatsende mehr haben als jemand, der halbtags gearbeitet hat. Alles andere macht uns, glaube ich, das System auch kaputt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir zielgenau helfen. Wir haben über 500.000 Menschen in der Grundsicherung im Alter. Das ist sicherlich zu viel. Menschen, die frustriert sind, dass ihre Arbeitsleistung sich nicht auszahlt. Und deshalb wollen wir denen helfen. Aber wir müssen nicht noch 9 weiteren Menschen helfen, die unsere Hilfe nicht brauchen. Und deshalb werden wir uns das noch mal sehr, sehr genau anschauen. Nur, lieber Kollege Vogel, das Konzept von der FDP ist mitnichten besser. Also gerechnet habt ihr auch nicht. Wenn man mal sich das genau anschaut, sagt ihr, 20% soll freigestellt werden bei der Grundsicherung. Also jetzt nehmen wir mal an, ein Rentner mit 800 Euro. Dann kriegt er 160 Euro on top. Bei einer Grundsicherung von 850, sagen wir mal, irgendwo in diesem Land, hat er dann am Schluss statt 850 Euro 1.010 Euro im Monat. So, derjenige, der aber 900 Euro Rente hat, also knapp über der Grundsicherung, der kriegt nichts von euch. Der kriegt nichts von euch. Von einer Gleitzone steht in eurem Antrag aber nichts drin. Tut mir leid. Der kriegt am Ende auch 900 Euro und steht schlechter da als derjenige, der in der Grundsicherung im Alter ist. Und das zeigt, dass ihr das auch nicht ganz durchdacht habt, was ihr da wollt. Ihr sagt im Übrigen auch nicht, was passiert, wenn derjenige umzieht, weil die Grundsicherung im Alter hängt ja vom Wohnort ab. Da ist ja der Wohnort der entscheidende Faktor. Und was passiert, wenn der von A nach B umzieht? Wird dann die Rente komplett neu berechnet? Wird das Fass dann nochmal aufgemacht? Das sagt ihr alles nicht in eurem wunderschönen, schlanken Antrag. Und deshalb ist das, was ihr da präsentiert, eher was für die Werbeabteilung als für den Deutschen Bundestag. Trotzdem bin ich froh, mit euch darüber zu diskutieren. Ich bin gespannt. Das Wort hat die Abgeordnete Ulrike Schielke-Ziesing für die AfD-Fraktion.